Kunstform in Japan, mhm. wo ein Theater, Schauspiel, das durch Jahrhunderte schon existiert, wo nur Männer spielen. Mhm. Und die spielen auch sämtliche überhaupt eine klassische Form des Theaters? Ja. Und das habe ich mir nicht ganz durch Frauenrollen von Männern spielen ja. zu lassen, bei Shakespeare? Ja, ich bin. Und es gibt das andere, es gibt es schon lange. Ich habe da nicht dran gedacht. Aber ich muss auch sagen, wenn ich das in Japan sehe, ist es mir auch etwas, es ist ungewohnt. Vielleicht bin ich da noch nicht reif genug zu. Und vielleicht bin ich mhm. noch zu. Was sagt ihr denn ja. da? Was sagt das Forsthaus? Ja, auf die Gefahr hin, dass ich jetzt ernst genommen werde, würde ich gern sagen, Männer sind bekanntlich die besseren Köche. Warum sollen Männer nicht auch die besseren Frauen sein? Jetzt fehlt nur noch, ja. dass Robert Lepp gesagt, Männer sind auch die schöneren Frauen. Ja, ich habe nur einen einzigen Satz. Die Leute haben Sorgen. Ich bin auch eher skeptisch. Ich halte das für eine vorübergehende Modeerscheinung. Ich glaube nicht, dass ich das allzu lange halten kann. Also mir kommt das etwa so vor, als würde ein Zauberer versuchen, auf der Bühne mit Robert Lemke den Trick mit der schwebenden Jungfrau zu machen. Ich möchte einen ganz anderen Versuch machen und keinen Trick, wobei ich mich vielleicht an dieser Stelle vom Forsthaus Wörnbrunn sehr herzlich verabschieden darf und mich bei meinen Gesprächspartnern bedanken. Das Jahr der Frau geht auch irgendwann zu Ende, aber bevor es zu Ende geht, möchten wir gerne wissen, welche Wünsche sollen in Erfüllung gehen. Und wir haben versucht, ein bisschen speziell zu fragen. Brigitte, was wäre im Jahr der Frau dein sehnlichster Wunsch an deinen Mann, der in Erfüllung gehen soll im Jahr der Frau? Also generell gesagt, dass es so bleibt, wie wir bisher zusammengelebt haben und dass er mit meinen fraulichen Vorteilen einverstanden ist. Da bin ich sicher. Lucia Alberti, aus Ihrer großen Kenntnis um die Sorgen der Frauen, was wäre Ihr Wunsch an die Männer? Mein Wunsch an die Männer wäre, dass sie vielleicht dass sie den Frauen irgendwie näher kommen, dass sie das Gefühl der Einsamkeit verstehen, das viele Frauen haben, auch wenn sie verheiratet sind. Und das klappert hier. Also, dass die Männer verstehen, dass die Frauen wirklich sehr einsam sind. Es gibt sehr viele alleinstehende Frauen, es gibt sehr viele Frauen, die auch verheiratet sind und sich trotzdem sehr einsam fühlen. Und es gibt sehr viele alte Frauen, die eben von ihren Kindern oder von ihren Männern vielleicht nicht genug beobachtet. Also ich wünsche es, dass die Männer verstehen, dass die Frauen auch eine Einsamkeit haben, die sehr... Dass sie ihnen näher kommen. Also Männer näher ran an die Frauen, wenn das richtig zu verstehen war. Elke, hast du einen besonderen Wunsch an deinen Mann oder an die vielen Männer, die dich, sagen wir mal, verehren? Erstmal an meinen Mann. Erzählt mir jeden Abend ein neues Märchen, meistens über unsere Tiere, über unsere Hunde. Wir haben sechs Hunde zu Hause. Und ich möchte einmal das nächste Jahr, dass er nicht einschläft vom Schluss. Einmal. Hat der Joe gehört? Jo. Einmal. Frau Dr. Kennö, nach so langer Zeit im Kampf gegen das Verbrechen, was wäre Ihr Wunsch an die Männer? Ja, ich bin schon über 30 Jahre in der Polizei und war 25 Jahre verheiratet. Und bin die schlechteste Mischung, die es in der Welt gibt, also Jurist und Polizist, also und realistisch. Also ich wollte nicht so sehr viel wünschen. Weil Sie wissen, wie wenig in Erfüllung geht. Ja. Sie wünschen sich, diese Enttäuschung zu ersparen. Ja. Hortense von Gelmini, was wünschen Sie sich von den Männern, die pausenlos unter Ihrer Fuchtel stehen? Pausenlos ist schön. Ich wünsche mir Offenheit, Spontanität und die Bereitschaft zur Verausgabung. Na, daran wird es ja wohl kaum fehlen, meine Herren. Ja? Meine Damen und Herren, das war der letzte heiße Draht. Ich bedanke mich bei Ihnen sehr herzlich. Vor allen Dingen dafür, dass Sie in zunehmendem Maße dem heißen Draht Ihre Gunst geschenkt haben. Den Kritikern danke ich für sehr viele gute Ratschläge. Und ganz besonders herzlich danke ich natürlich dem Team, das mir in 8 Sendungen geholfen hat, sie über die Bühne zu bringen. Und herzlicher geht es dann nicht mehr allen meinen Gesprächspartnern in diesen Sendungen. Ich freue mich ganz besonders auf das Ende dieses Jahres, auf meine neue Unterhaltungssendung am Samstagabend, die am 25. Oktober beginnt unter dem Titel Spiel mit mir. Und natürlich hoffe ich, dass wir uns bis dahin wiedersehen. Und nun
wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende und eine recht gute Nacht. Küss die Hand, Lene.